Hier, friss. Friss den Fisch, du Fisch, den ich dir geb. Komm schon, der Richtige, bitte. Komm. War's der Richtige? Ja. Ja, also ich würde mal sagen, 23 Minuten sind vollkommen okay. Also beim letzten Part jetzt. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt weiter. Direkt hier im Anschluss bei Majora's Mask HD. Und wir begeben uns direkt dorthin, wo wir Fische bekommen können. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dürften dort welche sein. Bam, 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 bam. So war das doch, oder? Und im nächsten Zyklus könnten wir uns dann vielleicht auch mal der Vogelscheuche annehmen. Aber da werde ich nochmal drüber nachdenken müssen, wo die überall war. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und wir kommen gut voran in diesem Let's Play. Die Piratinnenfestung, die hat mich ein bisschen verärgert. Aber das liegt am Texture Pack. Und oder meinen Einstellungen. Die sah im Original nicht so aus, aber hey, dann haben wir auch mal gesehen, wie Majora's Mask in Toon-Grafik aussehen würde. Also so ein bisschen wie Wind Waker, ne? Wie Majora's Mask dann aussehen würde, wenn die Grafik so gemacht worden wäre. Wobei das, glaube ich, auch Blue Darts Texture Pack auch so ein bisschen macht, aber ich finde, das passt nicht zu dem Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen, das Spiel ist so düster. Da passen keine knalligen Farben hin, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das nur mir so geht, aber ja. Das. Ich finde, das passt einfach nicht. Also, ne? Flupp. Weil hier müssten nämlich, glaube ich, auch Fische sein. Da füllen wir uns jetzt ein paar ab. Hallo? Ha, ich sehe sie doch. Ich wollte doch gerade sagen. Du hast einen Fisch gefangen. Cool. Und gleich noch einen. Du hast einen Fisch gefangen. Diesen fangfrischen Leckerbissen kannst du durch Drücken von C wieder freilassen. Okay. Machen wir es aber nicht. Wir wollen gleich noch einen. Weil wir können den Hals nicht voll kriegen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier als kleines Kind sonst auch Wasser bekommen würde. Ich glaube, das wäre jetzt ein Fisch gewesen, aber na gut. Die Dämmerung des letzten Tages. Es kann nämlich sein, dass man als Kleiner, als Junge, ganz so klein ist, dass man auch Wasser fangen kann. Aber als Zora ist es vielleicht unter einem gewissen, Beinbereich, sag ich mal. Dadurch, dass man als Zora größer ist, weswegen man das Wasser nicht erwischen kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir sowas tatsächlich vorstellen. Und diese vier Fische nehmen wir jetzt und bringen sie weg. Und wohin? Zum Labor, wo wir die Eier hingebracht haben. Eieiei, das kann ja sowas hingeben. Ja. Und ich hoffe, das ist nämlich so ein bisschen eine Glückssache tatsächlich, dass diese vier Fische reichen. Ich glaube, man braucht höchstens sieben. Also quasi ein Best of Seven. Und dementsprechend mindestens vier, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, mindestens vier. Also wenn wir ganz viel Glück haben, dürften diese vier schon reichen. Wenn wir Pech haben, brauchen wir sieben. Aber das seht ihr gleich, was ich damit meine. Das seht ihr gleich. In Majora's Mask 3D, also im Remake für den 3DS, war es ja tatsächlich auch so, dass da eingebaut wurde eine zusätzliche Flasche. Und so kam man dann beim 3DS Remake insgesamt auf 7 Flaschen, während man hier in Majora's Mask HD nur auf 6 Flaschen kommen kann. Sprich, wenn man alle anderen Flaschen sich schon geholt hat, kann man dies hier auf jeden Fall in einem Zug schaffen. Und jetzt hier kommt es halt drauf an, welcher Fisch den Fisch frisst. Und sobald einer groß genug ist, bekommen wir davon nämlich ein Herzteil. Na, das war, ich glaube, der andere.
Also muss ich nochmal los. Hier im Wasser wird viel mit Wasserfreilassen gearbeitet. Zuerst die Eier, nun die Fische. Ja, ich muss nochmal los. Husa, ich bin dann mal weg. Sozusagen, ne? Und Lamo könnte sich auch vielleicht irgendwo anders hinporten, wo Fische näher wären, aber ganz ehrlich, so weit weg ist es jetzt auch nicht. Man schwimmt hier einmal drum herum. Und in der Zeit hat man auch die Noten gespielt, dann noch die Port-Animation, dann nochmal die Noten spielen, nochmal die Port-Animation. Da kann ich auch geschwind hier rüber schwimmen. Also, ich glaube, das schenkt sich nicht so viel tatsächlich. Es könnte sogar sein, dass das hier der Spot ist, wo man am schnellsten die Fische dafür herbekommt, aber das weiß ich nicht. Das müsste mir ein Speedrunner sagen und ich bin kein Speedrunner. Also ein 100% Speedrunner, ne? Flupp. Hab dich! Da-da-da-da. Hier habe ich doch einen gesehen. Hallo? Ha? Na also. Ich nehme jetzt trotzdem alle Flaschen wieder komplett mit Fisch mit. So. Habe ich den... Okay. Fischi? Fischi! Du hast einen Fisch gefangen, ist doch schön. Genauso hätte ich das auch gerne. So. Und diese komische Insel hier drüben, die wird auch noch interessant, aber dafür muss man erst den Tempel gemacht haben. Wisst ihr die hier, wo ich jetzt hier links vorbeischwimme? Diese Inseln hier. Die Inselgruppe wird dann interessant, wenn wir den dritten Tempel gemacht haben. Und wenn ich alles richtig mache, kann ich da dann sogar gleich was anschließen an den dritten Tempel. Oh. Ja, der Wirbel hat schon wieder, der hat schon wieder voll die Pläne. Der hat schon wieder voll die Pläne. Ich glaube, den vierten Tempel hat man dafür nicht gebraucht. Für diese ewig lange, dämliche Quest, für die ich noch nicht mal die Maske besorgt habe. Das können wir jetzt auch noch mit dem Zyklus machen. Ach je. Also, wir haben genug zu tun. Wir könnten sie schon längst haben. Aber, ja. Der Wirbel hat nicht dran gedacht. Aber ist egal, ist egal. Dafür hat der Wirbel an andere Dinge gedacht. Hier, friss. Friss den Fisch, du Fisch, den ich dir geb. Komm schon, der Richtige, bitte. Komm. War's der Richtige? Ja. Ja, ich hatte einmal also Pech, dass es der andere gefressen hat. Okay. Da bedankt er sich mit einem Herz. Teil. Du hast ein Herzteil gefunden. Cool. Danke. Jetzt habe ich wegen dir lauter Fisch in der Tasche. Den kannst du hier ruhig noch nehmen. Den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht mehr. Für was anderes braucht man Fische in diesem Spiel, glaube ich, auch tatsächlich gar nicht. Nur für diese Sidequest. Ich weiß gar nicht, in Ocarina of Time konnte man es, glaube ich, auch schon fangen, Fische. Ich weiß gar nicht, was es einem da gebracht hat. Also ich meine nicht den Angelteig, den gab es ja in Ocarina of Time auch, den gibt es hier jetzt nicht. Im Remake gibt es wieder einen Angelteig, ich glaube sogar zwei. Aber das habe ich nie gemacht, das zähle ich auch nicht zu den 100%. Das bringt ja auch gar nichts. Du kannst da schon zwar, glaube ich, so eine Art Angelbuch oder so auffüllen, aber ja. Hey, ich habe dir noch ein paar Kollegen hingeschmissen, ne? Ist cool, gell? Ja, cool. Cool, alles cool. Ja, ich wollte jetzt noch jene Maske holen. Das habe ich euch gerade schon angeteasert. Deswegen machen wir das jetzt auch. Wie das einfach aussieht, wenn ich jetzt bup, auf einmal ein viel größeres Gesicht draufsetze. Dum, 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 dum.
Aber ja. Und ich habe diesmal tatsächlich mir selber manuell einen Timer gestellt, endlich mal. Unglaublich, aber wahr. Ich kann jetzt nachgucken, wo wir hin müssen. Und wir müssen zur Bergsiedlung. Ja, zur Bergsiedlung. Es gibt leider keinen Port zu den Goronen direkt, sonst hätte ich den genommen. Aber kann ich leider nicht. Nee, das, was wir jetzt machen, ist tatsächlich auch sowas, was zum Glück zeitunabhängig ist. Deswegen können wir das jetzt ganz gut reinquetschen. Was ich ursprünglich noch machen wollte, das ging nicht, weil ich da den Enterhaken noch nicht hatte. Beziehungsweise Fanghaken. Ist hier nicht vielleicht irgendwo Mana? Nein? Schade. Hier müsste doch. Wow, da wäre schneller gelaufen. Hier müsste doch der Gang zu den Goronen sein. Ja. Oh, stimmt, das können wir dann auch noch machen. Eieiei. Hehe. Wie er sich dreht. Die einfachste Möglichkeit, den als Korone zu bekämpfen. Oh Gott, da komme ich doch niemals ran, ohne mich zu vereisen. Doch, okay. Ich bin überrascht. Ja, okay. Wir wollen jetzt aber. Hup, flup. Nicht abprallen eigentlich. Lasst mich nein, ich bin der Mani. So. Stimmt, da war ja was. Mit dem so ein Stimmt, da war was, Söhnchen. Bist mir egal. Ich brauch dich nicht. Oh, habe ich eigentlich. Ich hab dabei einen Deku-Stick. Okay, man kriegt hier zur Not auch welche. Aber. Ach komm, ist nicht dein Ernst, oder? Ma. Muss ich den jetzt ernsthaft wieder zum Schweigen bringen? Wollt ihr mir das erzählen? Ah, rechts, links, A, rechts, links, rechts, A. Okay. Das koronische Schlummerlied. Ja, jetzt brennen sie. Sehr schön, das wollte ich doch nur. Das wollte ich doch nur. Warum wollen wir die jetzt brennen? Sind wahrscheinlich magische Fackeln oder so, ne? Also, keine Ahnung. Aber wir müssen sie entzünden. Und zwar alle. Die Sache ist, ich glaube, ich muss hier gar nicht absetzen, weil jedes Mal, wenn ich eine Fackel entzünde, resettet sich, meine ich, der Timer von dem Stock hier. Ich probiere es jetzt einfach mal aus, aber ich meine, dem war so, weil ich dann quasi neu das Ding in den Feuer reinhalt und dann wird der Timer resettet. Deswegen, ja, die wäre schon, sonst denke ich, schon abgebrannt. Kann man hier mehr oder weniger einfach runterspazieren. Und das alles anmachen. Damn. So, jetzt muss ich noch beweisen, dass ich ein Zielwasser getrunken habe. Mal schauen, ob ich das hinkrieg. Ach, ich muss. Okay. Mal schauen, ob ich das hinkrieg. Moment, aber erstmal hoffe ich, dass hier Mana ist. Nö. Ja, Mana. Mana, Mana. Sehr schön. So. Und dafür stellt man sich jetzt am besten
so ein bisschen in den Gang, dreht sich um, zentriert. Ich glaube, das dürfte auch schon reichen, weil dann kann man zielen, aber kriegt trotzdem genug Speed drauf. Sorry. Und ich hoffe, ich treffe jetzt den richtigen. Das war der falsche. Ja, wir müssen ein bisschen einen auf Harvey machen, ein bisschen randalieren hier. Die Idee war gut, aber die Arme waren zu kurz, deswegen müssen wir halt anders daran kommen. Zur Erklärung, wenn man mit den ganzen Goronen redet, erzählt einer, dass er sich einen Essensvorrat in so einem Lampendingens versteckt hat. Und den suchen wir gerade. Also wir zerdeppern nicht nur, wir bestehlen quasi auch den einen Goronen, der sich den Vorrat da angelegt hat. Ach, Link. Was soll nur aus dir werden? Wenn du jetzt als Kind schon so anfängst. Mensch, Link. Warum machst du sowas? Ist ja nicht so, dass du auch die ganze Welt gerettet hast und so. Ne, ne, also. Dum, 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 dum. Komm schon. Wieder nichts oder was? Zuerst hatte ich kein Glück, jetzt kam auch noch Pech dazu. Ja, ich setze hier immer wieder ab, weil mit Speed hier hoch zu rasen ist einfach sau schwierig. Deswegen lasse ich das lieber bleiben. So, jetzt komm. Komm schon, komm schon. Endlich! Jawoll! Oh, was ist denn das? Sieht lecker aus. Meins! Ist ja okay, nicht gleich gewalttätig werden. Naja, ich habe das runtergeholt. Also, das gehört definitiv mir. Tschüss, ich hau es damit ab. Bevor die das doch noch futtern wollen. Ah, ich kann damit nicht da hoch. Ich muss diesen Weg hier gehen. Den Weg, den ich glaube ich auch so halbwegs mit dem Pulverfass gehen musste. Oder nee, mit dem Pulverfass bin ich den anderen Weg gegangen, wenn ihr mal auf der Karte schauen wollt. Gibt es nämlich zwei so runde Wege hoch. Ja, da bin ich nämlich den hier rechts gegangen. Aber ja. Mit der Schneekugel hatte ich nicht gerechnet. Nee, wir nehmen jetzt dieses Stückchen Fleisch. Fleisch. Ach Gott, wir müssen ja eh nochmal in den zweiten Tempel dann auch rein, wenn wir das machen wollen. Okay. Interessant. Wir nehmen das Stückchen Fleisch. Ignorieren die Eiswölfe da. Die hatten auch irgendeinen Namen, aber ich weiß den gerade nicht. Müsste ich sie anvisieren und Taya fragen. Aber das ist auch nicht so wichtig jetzt, um alles gezeigt zu haben. Klar. Wenn ich wirklich alles zeigen will, also ich nehme es dann doch nicht ganz so genau, dann müsste ich auch jeden Gegner anvisieren, jedes Mal Taya befragen. Aber ich glaube, das ist verschmerzbar, oder nicht? Also falls ihr das unbedingt sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare, ne? Dann schauen wir mal, dass wir da vielleicht noch eine extra Folge reinmachen. Irgendwie so eine Folge von wegen das große Monsterbuch oder so. Dass wir das dann hinten ranhängen. Das kann man durchaus machen, ne? Also... habe ich kein Problem mit. Dann habe ich ja danach eh einen 100% Spielstand, also, ja, ne? Wobei die Bosse... müsste ich mir dann was überlegen, aber... wobei, man kann ja auch immer gegen die antreten wieder. Wow! Hier oben! Verzeih, dass ich dich von hier oben aus belästige. Aber ich bin sehr hungrig und sitze hier fest. Ja, guck mal hier. Wow! Das ist es. Ich glaube, das muss ein Traum sein. Das feinste Dodongo-Felsenfilet. Das ist mein Lieblingsgericht. Gesegnet sei diese Mahlzeit. Nicht der, der sie mir gebracht hat, sondern die Mahlzeit. Oh, ich fühle meine Lebensgeister zurückkehren. Krass, Mann. Ich komme hier runter. Warte einen Moment. Okay. Das hättest du vorher nicht geschafft, oder wie? Oh, ihr habt mich gefragt, wer du wohl sein magst.
wenn das nicht Damani ist. Du bist, am Leben? So muss es wohl sein, deshalb wusstest du auch, was ich am liebsten esse. Oh, fast hätte ich's vergessen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Und so wird er wieder zum normalen Goron. Du hast Dongeros Maske erhalten, ein Abbild von Dongero, dem Leiter des Froschchors. Diese Maske sieht so echt aus, dass dich damit jeder sofort einen Froschchor dirigieren lassen würde. Ich hoffe, der Frühling kehrt bald wieder, damit meine Ohren von der Darbietung der Frösche verwöhnt werden. Aber ich kann nur hoffen, was ich will. Es ist immer noch kalt. Ich kehre ins Dorf zurück. Tschüssi. Okay, ciao. Okay, tschüss. So, dann haben wir wieder jemanden glücklich gemacht. Ist doch schön. Und dafür eine Maske bekommen. Ja, diese Masken. Schöne Sache, schöne Sache. Wir können eigentlich gleich noch was probieren. Wir können eigentlich gleich noch was probieren, Leute. Wollen wir das gleich machen? Also, für mich gleich, für euch wahrscheinlich im nächsten Part, aber wollen wir das gleich machen? Ich glaube, die Antwort lautet ja, oder? Ja, komm. Das machen wir. Das machen wir. Ich port mich jetzt schnell dahin. Geschwind, wieder Wind. Und dann wisst ihr auch schon vielleicht, worauf ich hinableveln. Nein, dann wisst ihr es im nächsten Part. Ja? Ihr habt ja jetzt gesagt, ab zur Milchstraße. Und da gehen wir jetzt auch hin. Milchstraße. Ja, hier sind wir nämlich goldrichtig. Und übrigens kann man, glaube ich, das probiere ich jetzt dann doch noch schnell aus, auch wenn es nichts mit dem zu tun hat, was ich eigentlich hier machen will. Aber ich glaube, man kann Tingle auch mit dem Enterhaken hier runterholen. Also falls ihr mal keine Pfeile dabei haben solltet und noch eine Karte von ihm braucht, so geht's. Gut, aber ich würde sagen, für diesen Part soll es das auch erstmal gewesen sein. Also keine Pfeile und keine Magie, ne? Sonst kann man auch die Dekoblase nehmen, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Also, gut. Erst aber wirklich, wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne Bewertung da und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask HD. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.